Wer der neue Trainer vom FC Bayern wird, ist ja momentan ein heißes Rätsel in der Bundesliga für viele Fans und somit auch für mich. Und jetzt gibt's Neuigkeiten, dass es eventuell schon in der nächsten Woche oder im Laufe dieser Woche schon einen neuen Bayern-Trainer geben wird. Und wer das ist und was es da an Neuigkeiten gibt, alles in diesem Video. Hansi Flick hat ja darum gebeten, seinen Vertrag aufzulösen, vorzeitig zu beenden, der sonst eigentlich noch bis 2023 gegangen wäre. Und deswegen sucht der FC Bayern München jetzt einen neuen Trainer. Und ein ganz heißer Kandidat dafür ist Julian Nagelsmann, der aktuelle RB Leipzig-Trainer. Julian Nagelsmann, Coach von RB Leipzig, hat jetzt den Verein darum gebeten, seinen Vertrag auch vorzeitig aufzulösen. Nagelsmann hat wohl großes Interesse, hat aber gesagt, dass ein Wechsel nicht über die Bühne gehen würde, wenn nicht auch RB Leipzig einverstanden wäre. Vor einigen Wochen stand ja eine Ablösesumme von 15 bis 20 Millionen Euro im Raum. Jetzt soll die sogar von 20 bis 30 Millionen gehen, was natürlich eine echt hohe Summe ist und man in der Bundesliga noch nie zuvor für einen Trainer gehabt hätte. Nach dem Sieg gestern gegen VfB Stuttgart hat Nagelsmann gesagt, es gibt noch keine neuen Erkenntnisse, noch keine Neuigkeiten zu diesem Wechsel, aber wie es wohl laut Kicker-Informationen sein soll, geht wohl dieser Wechsel bis Freitag vor dem Pokalspiel gegen Werder Bremen noch über die Bühne. Das heißt, wenn es natürlich funktioniert, das heißt, bis Freitag wird es eine Entscheidung geben, ob dieser Wechsel wirklich stattfinden wird. Viele haben ja die Befürchtung, dass Nagelsmann mit seinen 33 Jahren noch zu jung ist, einfach nicht die Erfahrung hat, die man beim FC Bayern München braucht. Aber ich würde sagen, er hat die Erfahrung, er hat jetzt seit einigen Jahren, ich glaube, er ist seit 2016 Trainer in der Bundesliga, also hat er jetzt seit knapp 5 Jahre Erfahrung und ich glaube, er wäre der Richtige. Ich persönlich bin sowieso ein großer Fan, ich würde mich sehr über Julian Nagelsmann freuen als Flick-Nachfolger, ich fand ihn immer sympathisch, auch wenn er jetzt beim Kommerzverein RB der Trainer ist und vorher bei Hoffenheim, was ja zwei nicht so sympathische Vereine sind in der Liga. Ich finde ihn persönlich trotzdem sympathisch, ich bin ein großer Fan von ihm, von seiner Arbeit wie er Coach und ich hoffe wirklich sehr, dass er der neue Bayern-Trainer wird, nachdem Flick ein ja wirklich auch sehr sympathischer Trainer geht. Ich glaube auf jeden Fall, dass jetzt in der nächsten Woche ganz schnell gehen wird, dass jetzt neue Informationen Tag auf Tag kommen und dann auch bestimmt bis Freitag, bis vor dem Spiel von RB gegen Werder Bremen im DFB-Pokal dann die Neuigkeiten raus sind, dass der Wechsel stattfinden wird oder nicht. Ich glaube zwar, dass 25 Millionen, die vermutlich die Ablösesumme sein werden, ein ziemlich hoher Preis für einen Trainer sind, aber der FC Bayern ist, denke ich mal, trotzdem bereit, diese Summe zu zahlen und Nagelsmann damit zum neuen Cheftrainer vom FC Bayern München zu machen. Schreibt mir sehr, sehr gerne auch eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie gesagt, meine Meinung. Ich bin großer Fan von Julian Nagelsmann. Ich würde mich sehr freuen, wenn er der neue Bayern-Trainer wird. Ich denke mal, da können wir gute Erfolge mitholen. Er kennt ja auch schon Upamecano, neuer Abwehrchef, vermutlich Chef vom FC Bayern München in der nächsten Saison. Da hat man schon mal eine Connection. Ich glaube auch, die Spieler werden viel von ihm halten. Was ich so von anderen Vereinen gehört habe, wie es da war. Deswegen lasst mich unbedingt eure Meinung wissen. Findet ihr es gut, findet ihr es schlecht, dass Nagelsmann vielleicht Bayern-Trainer wird? Würdet ihr es euch wünschen? Ich persönlich ganz klar ja. Ansonsten war es das schon von diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ciao.